Hey Freunde und willkommen zurück zu Pineview Drive Version 1.5. Ja, das ist jetzt was ganz anderes. Nicht das, was ich gestern hochgeladen habe. Passing Pineview Drive Forest. Das hier ist einfach eine kleine Erweiterung. Es gibt hier jetzt eine Hausbesichtigung. Ha, nein danke, hab genug gesehen vom Haus. Aber das hier interessiert mich. Scarecrow, die 8 Briefe. Es gibt hier so ein kleines Erweiterungspack mit der Vogelscheuche. Und ich würde sagen, Holly, halt die Fresse. Hey Süße da am Fenster. Ich gebe dir meine Nummer schon. Keine Sorge. Scarecrow, die 8 Briefe. Let's do this shit, würde ich sagen, oder? Yes. Scarecrow, the 8 letters. Da sind wir wieder und finde alle 8 versteckten Briefe. Okay. Drücke F, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Die Taschenlampe. Oh, die Taschenlampe, die alte Schlampe. Stimmt, da war ja was, ne? Ich hatte ja immer ständig Probleme mit der Taschenlampe und es ist verdammt dunkel. Ich lasse mal die Taschenlampe an. Hey, Gargoyles. Weil die Batterie einfach immer so schnell leer geht. Oh, habt ihr schon was gehört? Ich sollte mich aber am besten ganz ruhig verhalten, denn das Spiel achtet ja auf eure Mausbewegungen. Und wenn du dich schnell bewegst, dann denkt sich das Spiel, hey, du hast dich erschrocken. Aber die wissen nicht, dass ich einfach nur eine Fliege vielleicht mit der Maus jage. Und dann kriegst du halt ein bisschen Schaden. Aber ich sehe unsere Schadensanzeige oben nicht. Also unsere Insanity-Anzeige. Ein Pilz, hey. Oh, da ist die Vogelscheuche. Ich höre sie schon. Okay, wir müssen jetzt anscheinend 8 Blätter finden. Wie geht das auf mit E? Wir müssen einfach nur 8 Blätter finden. Ich hoffe, das ist nicht sowas... Doch, das ist sowas, ne? Wie Slenderman. Kannst du mal zumachen? Ach nee, oder das geht von selbst. Oh Mann, wir sind wieder hier. Ich glaub's nicht. Hi. Na du? Die Dinger, die einen verfolgen? Oh shit, Mann. Okay, fangen wir einfach mal hier unten an und suchen erstmal hier unten nach... Zetteln. Guten Tag. Hat jemand Zettel? Zettel für uns? Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier wieder landen. Lass uns hier nach unten gehen. Denn soweit ich weiß, gab es hier unten dann eine Sackgasse. Verschlossen. Okay. Puh. Offen. Sehr schön. Zettel? Irgendein Zettel hier? Nein? Keiner? Kann ich einfach aus dem Buchzettel rausreißen? Das Licht geht auch nicht an. Super. Das Ding ist, ich sehe nichts. Gleich, wenn alles aus ist. Und ihr seht auch genauso viel, ne? Wie ich. Ah, das Klavierzimmer. Hier muss es doch irgendwo einen Zettel geben. Wie sehen die überhaupt aus? Hängen die irgendwo an der Wand? Oder liegen sie irgendwo rum? Machst du auch wieder so einen Scheiß? Hä? Na? Ja! Wie im ersten Teil. Spiele ich überhaupt das Richtige oder spiele ich das richtige Spiel? Du! Ganz vergessen. Stimmt, da war ja noch was mit dem Klavier. Okay, weiter geht's. Wir sollen 8 Zettel finden und wir haben noch keinen einzigen. Es wird ja langsam peinlich und die Batterie geht langsam leer. Super, wir müssen uns beeilen. Sprinte, mein Guter. Wir haben keine Sprintanzeige, das ist sehr schön. Da! Zettel Nummer 1. Sei vorsichtig. Wieso? Will mich etwa jemand umbringen? Drücke er, um die Taschenlampe zu wechseln, also die Batterien zu wechseln, okay? Ich bin vorsichtig, glaub mir. So, wir haben nachgeladen. Aber glaubst du, ich habe Angst vor dieser blöden Vogelscheuche? Ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber das Geräusch ist immer noch krass. Mach zu, die Scheiße. Ich habe keine Lust, mich mit der einzulassen auf irgendetwas. Zettel irgendwo? Der Clown. Lebt der Clown noch? Der Clown ist noch da. Nice, kann ich an seiner Tröte wieder spielen? Lange Geschichte. Lange Geschichte. Ja. Oh oh. Das kommt von da drüben, ne? Das kann sein, dass er da hinten ist. Okay, im Fernsehzimmer ist doch bestimmt irgendwo... ein Zettel. Erzähl mir doch nicht, hier ist irgendwo ein Zettel. Komm schon. Streichhölzer. Schön. So, ist es jetzt schlau, hier reinzugehen? Weil ich habe ja dort die Vogelscheuche gehört. Hallo? Hinter mir? Hallo? Nur die Tür. Batterien! Mitnehmen. Wir sollten uns vielleicht auch ein bisschen beeilen. Weil die Vogelscheuche ist eigentlich gerade nur außerhalb, ne? Die ist eigentlich nur außerhalb unterwegs, die Vogelscheuche. Das heißt, wir müssten eigentlich keine Angst haben. Ich darf mich nur nicht verlaufen jetzt. Das klingt sehr nah. Jo, nice. Noch mehr Batterien. Okay, Batterien haben wir auf jeden Fall schon 2 Stück. Das ist richtig sexy.
Pass auf, in der Küche. In der Küche, wo so viel passiert ist. Hinter mir hört man schon das Knatschen. Ist hier der Zettel? Hier ist kein Zettel. Wo sind die Zettel? Halt die Schnauze da draußen. Und schneid mir die Hecke. Mach mal was Sinnvolles und verfolgt mich nicht die ganze Zeit. Arschloch. So. Ich bin auch wieder sehr angespannt. Ich habe irgendwie Angst, dass ich so einen krassen Herzinfarkt bekomme. Aber wäre nicht so witzig. Da ist nichts. Gut. Ich näher mich extra dem Fenster nicht, weil wir alle wissen. Holy moly, Mann. Ich lad mal nach. Kein Zettel. Ich sehe keinen Zettel. Schön, dass die Türen alle auch offen sind. So, okay, hier ist auch nichts. Verdammt, wo ist die andere? Wo ist die andere Zettel? Ich schneide jetzt auch hier nicht so viel, weil ich glaube, viel der Atmosphäre wird dann einfach zerstört, wenn ich hier rumschnibbel. Wie ein kleiner Arzt, der jemanden kastriert. Und ich möchte das Spiel nicht kastrieren. Ich möchte lieber so viel Quatsch reden, sodass ich keine Angst mehr habe. Was? Hä? Da hat jemand Psst gemacht. Nein, 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 du lockst uns nur ans Fenster und willst mich dann kastrieren. Hör auf damit. Hör auf damit. Da oben? Hallo? Oh, oh. Macht keinen Scheiß, okay? Habt ihr hier vielleicht irgendwie Streichholz oder noch mehr Batterien? Weil so viel haben wir jetzt leider nicht. Verdammt, ich soll 8 Seiten finden und hab jetzt eine Seite gefunden, hier im scheiß Haus. Wahrscheinlich sind noch einige außerhalb und deswegen müssen wir dann auch dann später hin. Vielleicht wäre es auch schlauer, erstmal die Zettel draußen zu holen. Bevor wir hier rumtouren. Das Mahlzimmer, das ich nie begriffen habe. Ich habe keine Ahnung, was hier abging. Oh, kein Anzünden. Streichhölzer. Du hast bereits 10 Streichhölzer. Scheibenkleister. Ja, lass mal anzünden. Hier werden wir schon ganz viel haben. Da ist noch mehr Streichhölzer. Shh. Außerdem ist es die zweite Etage. Du kannst hier eh nicht hoch. Mein Guter. Du kannst hier eh nicht hoch. Du kannst hier eh nicht hoch. Wo ist der nächste Zettel? Gleich verprügel ich diese Vogelscheuche. Ich gehe gleich raus und verprügel sie. Einfach damit, was passiert. Oh, guck mal hier, Batterien. Nimm. Ah, vielleicht nicht so nah ans Fenster. Aber eigentlich sind wir safe. Könnt da oben hin. Schön nachladen. Ganz nach oben, da ist bestimmt ein Zettel. Ha! Hier ein kleines Käffchen vielleicht für euch. Wenn ihr Durst habt, bedient euch. Könnt auch aus der Ente Chicken McNuggets essen. So. Vielleicht da ganz oben aufs Dachgeschoss. Da ist nichts. Da ist. Ach, verdammt, wir müssen raus, oder? Wir müssen raus, oh Mann. Ich weiß auch nicht, ob die Zettel... Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Zettel erst auftauchen, wenn wir andere Zettel gefunden haben und wir erstmal so eine richtige Reihenfolge haben müssen. Und wir können gar nicht alle Zettel auf einmal finden. Oder ich übersehe alle gerade richtig wie ein Experte. Übersehe ich gerade alle wie ein Experte? Ich übersehe gerade alle wie ein Experte. Mann, wir müssen rausgehen, wir müssen rausgehen. Aber wenn wir nicht nach hinten gucken, ist doch alles gut eigentlich. Die Vogelscheuche kann uns nicht töten. Wir müssen rausgehen. Alles klar. Let's do this shit. Wir gehen jetzt raus und hoffen, dass dort... Ist das Fenster neu? Ich glaube, das Fenster ist neu, oder? Boom! Version 1.5. Neues Fenster. Bam! Haben sich alle gewünscht. Au, blöde! Tut mir leid, dass ich mich lustig mache über das Spiel. So ein bisschen. Aber ich habe dennoch Respekt davor. Wie man vielleicht jetzt gemerkt hat. Scheiße, Mann. Wahrscheinlich haben sie vergessen, die Anzeige hier rein zu putten. Wahrscheinlich haben sie hier die Insanity-Dings vergessen reinzupacken. Und jetzt kann ich nicht sterben. Kann das sein? Habe ich nichts gegen. Nice. Sieh ihr nicht ins Gesicht. Der Vogelscheuche werde ich nicht ins Gesicht sehen. Nee, nee, nee. Ich weiß, wie Vogelscheuchen aussehen. So, und jetzt haben wir... Neue Sounds. Hallo. Hallo. Wo bist denn du?
Ich wollte eigentlich rausgehen, aber jetzt denke ich mir so. Nö. Schön spielen. Oh. Ja, ich muss das immer anhaben, weil sonst seht ihr nichts. Ich sehe noch halbwegs was, aber ihr seid ja voll aufgeschmissen, ganz ehrlich. So, wir gehen gleich raus, Mann. Wir gehen gleich raus und werden erstmal mit der Vogelscheuche reden. Und sagen, hey, schau, geht das nicht her. Das ist mein Grundstück und ich habe dich gekauft. Und wenn ich dich gekauft habe, dann schneidest du die Hecke. Verstehst du das? Verstehst du den Zusammenhang irgendwie? Geht das ein bisschen rein in deinen Kopf oder was? Okay, hier waren wir schon. Wir müssen die Angst auch Angst machen. Nice, der nächste Zettel. Schön. Lauf, wenn du sie siehst. Oh oh. Vielleicht haben sie auch irgendwie gefixt, die Scarecrow, dass sie jetzt noch crazier drauf ist, oder? Dass sie jetzt... Wie viele Zettel haben wir? 3 Stück schon, ne? Vielleicht ist sie jetzt viel aggressiver oder sowas, ne? Kann auch sein. Uah. Hier sehe ich nichts. Hier sehe ich nichts. Alles klar. Ah, Streichhölzer, die mir nichts bringen. Lass mal anzünden ein bisschen. Ups. Und wieder mitnehmen. Wir haben 3 Zettel. Ach, da oben steht's ja auch. Verdammt. Hier liegt kein Zettel für mich. Wir müssen raus, oder? Wir müssen raus. Wir müssen raus. Lass mal raus und rumsuchen. Hier, vielleicht müssen wir auch in die Krypta oder was. Da, wo alles geendet hat. Puh. Leute, wenn ihr meinen Let's Play dazu nicht kennt, schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall eines der beliebtesten Let's Plays gewesen, was mich sehr... Ah! Achte auf den Clown. Nein! Okay, wir haben 4 Zettel. 4 Zettel. Ich habe bestimmt irgendwo noch so ein Ding übersehen. Wollen wir rausgehen? Wollen wir rausgehen und Hallo sagen? Lass mal rausgehen und Hallo sagen. Wird ja auch mal Zeit, ne? Der hat mich wahrscheinlich auch schon vermisst. Beziehungsweise uns. Ja, ja, Fogi. Fogi, ich nenne dich Fogi. Fogi, die Scheuche. So, gehen wir mal runter. Laden nach. Let's do this shit. Ich zeig dir, dass ich keine Angst vor dich hab. Einfach geradeaus laufen, Mann. Kein Problem, kein Problem. Jetzt wird der einfach so laufen, einfach so. Upp, der ist hinter uns. Aber wenn alles gut läuft, passiert nichts. Oder es ist wie ein Passing Pineview Drive Forest, dass er dann einfach so hinter mich greift und mich tötet. Da ist nichts, kein Zettel, da Batterien ein paar, sehr schön. Wo war die Schaukel? Die Schaukel war doch hier irgendwo. Ist ein Zettel auf dem Boden? Ich bin doch jetzt draußen, komm schon. Ich will mich nicht zu sehr drehen, das könnte nämlich problematisch werden. Komm, bald dich. Solange das Licht noch da ist, müssen wir uns jetzt hier alles schnell ansehen. Hier muss es doch einen Zettel geben. Also wenn nicht hier, dann weiß ich nicht wo. Die Frage ist, taucht hier später ein Zettel auf oder kann man die Sache komplett abhaken? Kann ich zum Friedhof? Nein. Brauche einen Schlüssel, alles klar. Tja, die Vogelscheuche ist weg. Schön. Schön, 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 schön. Zettel? Irgendwo ein Zettel? Tja. Hier draußen gibt es hundertprozentig einen Zettel. Kannst du mir nichts erzählen? Die werden doch nicht einfach kein Zettel draußen platzieren. Also nicht kein Zettel draußen platzieren, so sieht's aus. Nee, da kenne ich den Andreas schon zu lange, ist der Entwickler hier. Da kenne ich ihn schon lange, ich habe ihn aufwachsen sehen und der hat noch nie Zettel draußen nicht aufgehängt. Ja. Ich rede gerade sehr viel Scheiße einfach, um das hier ein wenig tot zu quatschen, unseren kleinen Ausflug hier, der nichts bringt. Scheiße. Dann lass uns reingehen. Der Clown. Wo ist der Clown? Ist der Clown schon weg? Das Fernsehzimmer, okay. Cool. Ich will nicht zu ran an die Fenster, zu nah ran an die Fenster. Das dürfen wir nicht vergessen, weil sonst macht er Happisch und wir sind tot. Der Clown ist weg. Gut. Puh, Mann. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht, ehrlich gesagt. Ich möchte das nicht. Ich will das hier eigentlich alles schaffen. Das macht mir dann doch ein bisschen zu sehr Angst. Und ich habe schon ein bisschen Herzschmerzen in letzter Zeit. Vielleicht sollte ich das nicht spielen. Ah, gleich kommt der Clown und macht. Oder sowas. Ich war früher professioneller Clown-Synchronisateur. Scheiße, 17 Minuten geht die Folge schon. Oh, hier hat jemand Spaß gehabt zu stapeln. Okay, sehr interessant.
Gut. Akzeptiert. Genehmigt. Ja, ja. Bist ein ganz witziger, was? Ein ganz witziger. Aber sag mir erstmal, ob es hier irgendwo einen Zettel gibt, der jetzt plötzlich aufgetaucht ist, ne? Hast du nicht gesehen? Der ist schon weg, verdammt! Bist nicht gerade gesprächig, was? Nicht, dass er uns jetzt umbringt. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich würde sagen, wir gehen einfach nach oben. Ist er da oben? Ach, da ist er! Hey, du! Warte mal, gab's hier einen Zettel? Nein, es gibt keinen Zettel. Scheiße, ich sollte vielleicht ein bisschen die Kerzen und sowas anzünden, ne? Wäre vielleicht nicht schlau. Wäre vielleicht schlau. Das wäre vielleicht nicht schlau. Und deswegen machen wir das nicht. Rück die Zettel raus. Muss man sagen, tut schon ein bisschen in den Augen weh. Badezimmer. Jetzt haben wir nicht nachgeguckt. Ja. So. Kein Zettel. Hab schon. Ich dachte, vielleicht sind die an den alten Orten da, wo in Pineview Drive, Dingenskirchen, Pineview Drive 1, so Sachen geschehen sind. Gruselige Sachen. Ich dachte, vielleicht kann man da am besten suchen. Aber ist anscheinend nicht so der Fall. Bestimmt schon übersehen. Ich weiß, ich übersehe sie die ganze Zeit, die Zettel. Aber wenn man ein bisschen unter Druck steht, ist es ein wenig schwer, sich zu konzentrieren. Das Anzünden. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Und das Licht geht auch langsam aus. Müssen wir ein bisschen im Dunkeln tapseln. Ha. Huh. That's a very big problem, man. Telefon! Nein? Kommt da vielleicht so ein Faxgerät? Ich drück mir einfach 10 Zettel raus. Gab's in dieser Zeit noch. Gab's Faxgeräte? Pass auf! Ah, ich pass auf! Wo? Wo ist es? Ich pass auf! Lass mal hochgehen. Ich glaube, das führt uns irgendwo hin. Wir haben schon 5, ne? Wir haben schon 5. Wir bräuchten aber Batterien, ja! Gucken, ob es hier einen Zettel gibt. Ich kann man auch sehr schwer erkennen, weil die aussehen wie Pfannkuchen. So ein platter Pfannkuchen. Und dann denkt jemand, das ist Pfannkuchen. Ist kein Zettel, nur ein Pfannkuchen. Lecker. Oh Mann. Der Entwickler muss auch sich denken, was zum Teufel redet der da für ein Scheiß? Das ist aber meine Art, hier alles zu verkraften, Mann. Das ist meine Art, alles zu verkraften hier. Scheiße. Okay. Zettel? Yes! Sie kommt näher! Die Vogelscheuche! Sie wird dich holen! Sie wird kommen! Und du kannst nicht gehen! So sieht's aus, oder? Hey, wenn ihr das nächste Mal irgendwie so eine Synchro braucht, fragt mich ruhig, ne? Fragt mich ruhig. Ich mach das easy peasy. Zack, zack, spreche ich für euch alle möglichen bösen Bösewichte ein. So, okay. Vielleicht liegt hier ein Zettel, den ich übersehen habe, auf dem Boden. Auf einer Uhr. Über der Uhr. Unterm Teppich. Oh, 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 es flackert hier. Hier muss es doch einen Zettel geben. Hier muss es doch einen Zettel geben. Mich juckt es hier im Ohr. Oh, yes. Tut das gut. So, warte mal. Hör auf zu flackern jetzt, ja? Macht meine Augen kaputt. Ich bin immer sehr angespannt. Ich achte sehr auf den Clown. Also ich erwarte immer das Geräusch und dann kann es mich nicht so krass erschrecken. Und ich will mich gar nicht so krass erschrecken. So. Yo, was ist hier los? Bin ich tot? Da! Game over? Nein! Man kann hier sterben, auch wenn... Ah, wenn man hier drin ist. Oh nein. Oh. Soll ich nochmal versuchen oder nicht? Verdammt. Dann muss ich die Zettel wieder. Die Frage ist, tauchen die Zettel einfach random auf oder haben die einen festen Platz? Oder tauchen die erst nacheinander auf? Wie sieht's aus? Das frage ich mich gerade. Und das weiß ich auch nicht. Scheiße. Na, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, abonniert ruhig. Hey, ich bin HollyLP und ich mache ganz viel, vieles solcher Sachen.
die euch wahrscheinlich nicht interessieren. Aber hey, abonniert doch trotzdem. Vielen Dank und sagt Bescheid, wenn ich weitermachen soll. Zeigt's mir einfach mit keiner Kommentaren oder wenn es sein muss, Likes. Irgendwie, wenn, ob es gut ankommt und ich das nochmal versuchen soll. Wäre auf jeden Fall cool, oder? Das mal zu schaffen. Bis dann, Freunde. Euer Harley.